Herz, Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Und hier kommt die neueste Folge. Liebe Herz, Seele, Ball-Freunde, statt Fußball heute wieder Kultur. Caruso heißt das Programm, das wir aufführen werden dort oben im Schlosstheater. Wir sind hier in Ballenstedt. Also Ball ist schon mal im Namen, also kann das alles nicht so verkehrt sein. Da ist der Schlosspark. Der junge Mann in der hellen Hose ist Riccardo Marinello, italienischer Nationalspieler und einer der drei Tenöre. Also hier werden wir heute Abend unser Unwesen treiben. Es ist schön hier. In diesem Sinne, bis später nach den Bundesligaspielen. Ich werde es dann absetzen, was ich zu sagen habe. A few moments later. Herz, Seele, Ball, Freunde. Also 17.35 Uhr, der Bundesligaspieltag für heute ist beendet. Und Fußball Deutschland staunt. Kein anderes Wort. Die Bayern 2-0 zur Pause vor in Heidenheim. Und jeder Experte hätte gesagt, gewinnen 5-0, 6-0. Was steht am Ende da? 3-2 für Heidenheim. Respekt vor Heidenheim. Die müssen nächsten Samstag nach Bochum. Da werde ich auch sein. Und die Bochumer führen 1-0 bis zur 90. Minute, glaube ich. In Köln verlieren dann noch 2-1. Verrückte Bundesliga. Was wird aus Tuchel? Es ist einmal mehr der Beweis, dass auch ein 10-Millionen-Trainer nicht so wahnsinnig viel bewirken kann, wenn die Mannschaft nicht mitzieht. Oder wenn er, sagen wir mal, verkopft ist. Er war mal schockverliebt, jetzt ist der Schock enttäuscht. Also was da los ist bei den Bayern, jetzt auf der Rückfahrt und morgen, ich möchte es nicht wissen, und jetzt ausgerechnet das Champions-League-Spiel nächste Woche. Es wird sehr interessant, was aus dem Vorzeigeverein Deutschlands wird. Spannende Situation, aber ich möchte da keine Verantwortung tragen gerade. Ja, Mainz hat gewonnen, 4-0. Die haben sich auch schon fast sicher gefühlt auf Platz 15. Und dann kommen die Kölner doch noch zurück. Also es bleibt spannend da im Kampf gegen den Abstieg oder um den Relegationsplatz, sagen wir mal so. Wird interessant, Wolfsburg gegen Gladbach. Das wird noch ein sehr interessantes Spiel. Dann Leverkusen, 1-0 Sieger in Berlin bei Union. Nächste Woche können sie deutscher Meister werden. Nächste Woche. Die Schwarzmarktpreise für Tickets in Leverkusen werden in ungeahnte Höhen steigen. Also das haben die da noch nicht erlebt in dieser Form. Sehr, sehr, ja, verdient werden sie dann deutscher Meister nächste Woche. Wir werden das alles beobachten. Aber viel spannender ist natürlich wirklich, was wird aus den Bayern dieser Woche in der Champions League? Also, weil Leverkusen durch ist. Deswegen ist das fast spannender und interessanter. Der Abstiegskampf für Darmstadt 98 vorbei. Die müssten nach dem 0-4 jetzt auch akzeptieren, dass sie wieder zurück müssen in die zweite Liga. Der HSV hat mühsam 2-1 gegen Kaiserslautern gewonnen, hat immer noch eine gute Chance auf Platz 3. Aber Kiel gewinnt 4-0, glaube ich, in Nürnberg und marschiert in Richtung Bundesliga. Großen Respekt habe ich da vor den Störchen. So, und jetzt könnte ich stundenlang erzählen, was hier bei mir auf dem Handy los ist. Viele Leute schreiben mir, viele, die sich freuen, dass die Bayern so ablosen, und andere, die maßlos enttäuscht sind, dass ihr Lieblingsverein gerade ja eine Performance abgibt, die unverständlich ist. Es ist schon so, dass das die Menschen bewegt. Ich bewege mich jetzt aber gleich in meinen dunklen Anzug und rüber ins Theater. Ich habe es euch ja ganz am Anfang gezeigt. Heute also Pavarotti, Luciano, die große Show mit meinen Tenören. Und morgen spielt Hannover gegen Schalke. Aber wer denkt da heute dran, bei all dem Theater, was es jetzt rund um die Bayern gibt? Ich wünsche euch was. Ja, ich hoffe, ich habe nicht zu sehr gewackelt hier. Alles aus der Hand aufgenommen. Bis morgen. Das war's für heute. Und Uli denkt schon jetzt an morgen. Herz, Seele, Ball. Täglich neu.